Ja, also in meinem Lightning Talk möchte ich vorstellen, ein Programm, das ich geschrieben habe für Kontaktmanagement im Terminal. Und zwar, weil iBook für nichts ist. Ich kann schnell iBook zeigen. Das startet, ist das Programm iBook und zeigt Kontakte, zeigt es so an. Und wenn man jetzt hier eine Telefonnummer daraus hat, wenn man sie in einem anderen Programm brauchen will, muss man sie markieren, kopieren, das andere Programm starten und einfügen. Und es ist jetzt also keineswegs Pipes oder irgendwie so etwas. Und darum habe ich ein besseres geschrieben. Der zweite Grund ist, und wenn man gestern dabei war bei meinem Thermox-Workshop, hat man gehört, dass ich fast alles auf meinem Handy mache und dort ein Terminal habe. Und dort ist der Terminal natürlich sehr klein. Und iBook hat so ein schönes, breites Interface, das genau darauf aufgelegt ist, auf ein 80x24 traditionelles Terminal. Und wenn man jetzt das auf einem Handy ausführt, wo der Terminal ein bisschen kleiner ist, sieht iBook einfach nur noch so aus. Also geht einfach gar nicht. Und wenn man rauszoomt, rauszoomt, rauszoomt auf dem Handy, dann geht es nicht. Aber man kann es nicht lesen, weil es ist ganz, ganz klein. Mein Programm heisst Contact, weil mir nichts Besseres ist dann gekommen. Und es beschreibt, was es macht. Und wenn man das ausführt, wird man mit diesem Interface hier begrüßt. Und das ist ein Programm namens FZF, Fuzzy File Finder, wo man kann, in Regel Files suchen nach einem Dateinamen in mehreren Unterordnern. Also kann man Texteditor starten, FZF eingeben und er zeigt sich alle Verzeichnisse an und man kann Teile von diesem Namen in nicht wichtiger Reihenfolge eingeben. Und dann bekommt man die Datei raus und die wird dann noch ausgeben. Und das funktioniert dann sehr gut zum Pipen. Wenn man jetzt hier also die Kontakte sieht, kann man dann eingeben, was auch immer, dass man von dieser Person, die man sucht, noch weiss. Und es gibt dann eine Auswahl an. Man kann dann mit der Pfeiltaste auswählen, welchen Kontakt man tatsächlich will. Enter drücken und dann hat man alle Eigenschaften, die der Kontakt hat, werden angezeigt und man kann auch hier wieder suchen oder mit der Pfeiltaste auswählen. Der, den man auswählt, wird dann tatsächlich im Standard-Out vom Programm ausgegeben. Und das ist von dem her sehr gut, wenn man es einfach pipen kann in andere Programme rein. Und auf dem Handy funktioniert das sehr gut, weil das Interface ist nicht beschränkt auf die mindestens 70 Charaktere, die es braucht. Und man kann immer noch sehr gut damit umgehen. Eben, man kann es sehr gut pipen. Also wenn man macht Matt, ein Mail-Client, Matt Contact, kann man dann aussuchen, den man will. Und dann wird dem seine Ausgabe, dem seine E-Mail-Adresse, wenn man die ausgewählt hat, direkt an Matt übergeben, wo er mit dieser Information ein neues Mail öffnet, das schon ausgewählt ist an die Person. Auf dem Handy funktioniert das mit anderen Sachen auch sehr gut, zum Beispiel dem Thermux-Befehl, wo automatisch jemandem anruft auf die Nummer, die man dann auswählt. Da kann man also dann quasi mit Thermux komplett auf das Kontaktmanagement von Android verzichten. Öffnet also dann gerade direkt das Telefon, läutet schon. Was man auch machen kann, man muss den Fuzzy File Finder nicht brauchen, sondern man kann direkt mit Kommando, im Kommandozeile schon angeben, was man will. Mit dem Befehl Contact Get, dann der Search-Befehl vom Kontakt und dann welche Eigenschaft man gerne hat. Und dann gibt es auch direkt das aus. Bearbeiten Kontakt kann man ganz einfach. Kann man auch wieder einen auswählen. Der entsprechende Befehl für den neuen hinzufügen ist Kontakt Add. Zum Bearbeiten ist Kontakt Edit. Dann
auswählen, welches man will. Und dann öffnet sich der Editor. Und zwar ist das der Editor in Editor Umgebungsvariable. Was in meinem Fall jetzt Vim ist und bei anderen Leuten vielleicht Nano oder was es sonst noch gibt. Hier kann man dann die Einstellungen machen. Mir ist nur beim Namen dazu gezwungen, einen Namen einzugeben, weil das ist, wird dann für einen Filenamen gebraucht. Die anderen Properties sind völlig frei. Kann man also eingeben, welche immer Informationen man will. Wenn man jetzt XMPP will erfassen oder wenn man noch Kommentare will dazu tun, ist sehr wichtig. Ein Name vom Attribut gleich Inhalt auf einer Zeile. Und wenn man natürlich nicht hier unter mehreren Kontakten in sich selber konsistent ist, hat das nur Vorteile. Die Features in der Übersicht sind, es ist eine dateibasierte Datenbank, also es sind Dateien, für jede Datei, für jeden Kontakt wird eine Datei angelegt, wo man wirklich auch außerhalb vom Programm kann editieren oder brauchen. Das ist im Gegensatz wieder zu iBook, wo eine relativ spezifische eigene eigene File-Struktur hat, wo alles in einem File drin ist. Export zu MAT-Alias-Datei ist möglich. Also MAT braucht eine spezielle Syntax in einem File namens Alias, wo man angeben kann in MAT-Config und dann kann man im MAT innen oder direkt nach diesen Kontakt suchen. Das Ganze hat eine Git-Integration. Also wenn man macht Contact Git, ist das gleiche wie wenn man Git im Verzeichnis von den Kontakten macht. Also alle Git-Befehle gehen her. Und das initialisiert man mit Git init. Und ab dann werden alle Kontakte, die erstellt, bearbeitet und gelöscht werden, automatisch committed zu dem Repository. Dass man das also auch seine Kontakte über Git kann synchronisieren oder auch mal Änderungen nachvollziehen. Falls man versehen, welche löscht oder so, geht das also gut. Migration von iBook, die wir iBook brauchen, ist möglich. Es hat auf der GitHub-Seite hat es eine kleine Anleitung, wie man das macht. Es ist 4-5 Befehle ausführen, dann ist das vollkommen migriert. Hier sind die geplanten Features. Also wichtig finde ich, was wir noch machen, ist der V-Card-Export. Weil die meisten anderen Programme, die mit Kontakt umgehen, halt V-Cards brauchen. Da wäre sicher V-Card-Export und eventuell auch V-Card-Import ein wichtiges Feature, das müsste dazukommen. Weiterhin leid, dass es doch gäbig wäre, wenn man die Kontakte, anstatt dass man sich so Plaintext auf der Harddisk hat, auch noch verschlüsselt sind mit dem jeweiligen Public Key vom Benutzer. So dass man die dann nicht auf der Harddisk oder auf der SD-Karte vom Handy, gerade, die nicht verschlüsselt ist, einfach so rumliegen. Sind noch Fragen? Ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit.